Was für ein Morgen. Es ist heute der letzte für mich hier im Harz. Es geht wieder nach Hause. Doch vorher will ich noch auf die Rosttrappe. Jetzt geht es also hoch zur Rosttrappe und ja, ich bin ganz schön aufgeregt. Ich denke, so die Hälfte des Berges ist jetzt erklommen, ganz ohne Körperkraft, sondern mit purer Mechanik. Der Ausstieg von der Seilbahn. Ich bin mittelprächtig geschockt. Erstmal kann man hochfahren mit dem Abdruck. Dann muss ich jetzt weiterlaufen zur Rosttrappe, was nicht das Problem ist. Aber da hinten sieht es aus, als wäre ein kompletter Zirkus aufgebaut. Also, ich bin sehr gespannt. Ich werde wohl kein ruhiges Plätzchen finden, aber bin jetzt erstmal trotzdem neugierig und laufe dorthin. So, jetzt bin ich auf dem über 400 Meter hohen Granitfelsen. Die Rosttrappe gilt als eine der großartigsten Felsenpartien nördlich der Alpen. Ja, und von hier oben kann ich in die Bodeschlucht schauen. Ich sehe die Bode unten fließen und ich kann den Hexentanzplatz sehen. Und das ist der berühmte Hufabdruck des Rosses der Prinzessin Brunhilde. Der Böhmenkönig Bodo wollte sie unbedingt heiraten. Das wollte sie allerdings nicht. Er stellte ihr nach und auf ihrer Flucht nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und sprang vom Hexentanzplatz über die tiefe Bodeschlucht hinüber hier zu diesem Felsen. Der Aufprall muss so gewaltig gewesen sein, dass wir heute also noch den Abdruck des Hufes ihres Rosses sehen können. Dem König erging es nicht so gut, er schaffte es nicht auf die andere Seite und landete in der Schlucht. Dort wurde er in einen schwarzen Hund verwandelt und seitdem bewacht er die Krone der Prinzessin, die sie bei dem Übersprung verloren hat. Und das Ganze nochmal runter. Hui, das kribbelt ganz schön im Bauch. Hier ist schon jemand abgesprungen. Abschied von meinen paar Tagen im Harz. Und es ist ein Samen gepflanzt. Ich werde wiederkommen.